Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tiny und Big. Und Big ist vor allem diese Pyramide hier, denn da müssen wir rauf, die ist riesengroß. Wir haben es in der letzten Folge ja schon gemacht. Wir haben hier eine Rampe reingeschnitten. Und dann hier diese Säule weg. Dann die Säule runtergerissen. Ups. Wichtig ist nur, aus dem Weg zu gehen, damit man nicht erschlagen wird. Und dann das Teil hier auch runtergerissen. Jetzt haben wir hier die Rampe. Jetzt müssen wir natürlich hier hinten dann auch noch weiter schneiden. Das Teil hier können wir auch weg. Hui. Auch wegmachen. Und hier, da haben wir jetzt... Das war das, was wir in der letzten Folge nicht mehr geschafft hatten. Dass wir hier den Teil hier weiter rampentechnisch schneiden. So, ja, so könnte es eigentlich gehen. Dann müssen wir nicht nochmal ums Eck schneiden. Und jetzt, das Teil hier fällt nämlich schon so runter. Und da sind wir nicht rechtzeitig ausgewichen. Jetzt haben wir das gemacht und jetzt sollte es möglich sein, hier raufzulaufen zum Herrn Big. Hier ist übrigens noch ein Stein. Naja, nehmen halt mal mit. Warum auch nicht? Hüp, 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 hüp. Hüp, hüp, hüp. So, oh, können wir jetzt hier... Oh, hier können wir nicht laufen. Das ist ein bisschen zu... X geschnitten. Das können wir aber noch korrigieren, und zwar, wenn man sich vorstellt, dass die Schnitte hier ja sozusagen immer in Position und in Relativität zu dem sind, was man, wie man selber steht. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so mache, dann habe ich jetzt hier ein ewig langes Dings hier, so ein Stab sozusagen. Den kann ich jetzt hier rüberziehen und der fällt jetzt hier runter und damit habe ich hier eine ebene Fläche und kann rauflaufen. Das kann man also alles noch korrigieren und hier ist er. Big, na, endlich geschafft. Jetzt hast du deinen schlaffen Verliererkörper mühsam bis ganz nach oben geschleppt, nur um dann von meiner unvorstellbaren Macht zerquetscht zu werden. Wie erbärmlich. Na, werden wir noch sehen, wer hier wen zerquetscht. Vor allem zerquetsche ich jetzt mal deine ganzen Plattformen hier, auf die du da wahrscheinlich drauf... dich draufstellen willst. Sup. Wo will er jetzt hin? Da hinten hin. Ah, okay. Aber bald müsste es eigentlich... Das müsste jetzt ja bald die letzte sein. Es gibt hier noch eine. Ja klar, die hier. Natürlich. Weg damit. Und... So. Wie konnte das denn geschehen? Vielleicht könnte noch etwas mehr Macht doch nicht schaden. Ja. Mehr Macht. Willkommen am Mehr Macht. Aber denke bloß nicht, dass ich davonlaufe. Muhahaha. Ich gewähre dir großzügig noch etwas mehr Spielzeit. Und warte mit dem Zerstampfen, bis ich meine Macht unten in dieser mystischen Pyramide aufgeladen habe. Bam, beeil dich diesmal ein bisschen, Loser. The Radio. Worauf wartest du? Spring! Es ist dunkel, es ist tief, ich bin nicht sicher, ob... Willst du diese Unterhose oder nicht? Dann spring in das Loch, das die Form einer Unterhose hat. Ich habe keine Wahl, oder? Auf Wiedersehen, gefährliche Wüste. Hallo, dunkle, mysteriöse Pyramide. Rein mit dir und... 3 von 3 Kassetten. Das heißt, wir haben hier auch alle gefunden. Das ist cool. Bisher haben wir also keine einzige Kassette ausgelassen. Bin jetzt aber gespannt, ob wir hier in der Pyramide alle finden, denn... Buried heißt der Level übrigens, denn... Hier könnte das Ganze schon ein bisschen schwieriger werden. Okay, wir sind hier gelandet. Da liegt gleich mal eine. Interessanter Platz. Was ist das da? Eine Kassette. Ach, die hat er jetzt einfach so aufgehoben. Lustige kleine Tierchen. Ah, das erzählt jetzt ein bisschen die Geschichte. Die Tierchen, die haben hier in der Wüste gelebt. Auf einmal schlug der Blitz in die Unterhose ein und einer von ihnen... setzte sich die Unterhose auf, eine lustige kleine Religion, und alle beteten ihn an, den mit der Unterhose am Kopf. Ja, mit einem lustigen Unterhosenkönig. Apropos Unterhose, wo ist Big mit unserer Unterhose? Was für ein netter, gruseliger Ort, sagt Big hier. Und da ein Thron, sehr vielversprechend. Okay, die haben dann hier das Ganze gebaut, die lustigen Kerlchen haben all das gebaut. Diese Pyramide, die Statuen, scheint so, und der Unterhosenkönig ist immer dabei. Der schwebt hier über allem. Big, wer ist dieser bleiche Kerl da, der da am Thron sitzt? Auf dem schönen Stuhl.
Das ist von der Skelettform einer von diesen Tierchen. Vermutlich der König. Ha! Ja, schmeiß ihn einfach weg, Versager. Und jetzt sitzt Big am Thron und die Unterhose schwebt nach oben. Fühlt sich exquisit an. Okay, die Tierchen. Scheint, als würde die Unterhose den lustigen König etwas verändern. Ah, okay, der ist dann machtbesessen geworden. Oder die hat so einen Fluch. Der König scheint etwas unlustig zu sein. Ja, ja, klar, der hat alle die gekühlt und macht den Mächtigen, sagt Big. Was ist denn das hier? Was machen die denn da? Die opfern die Tierchen dem König, dem Unterhosenkönig. Oh nein, unlustiger, altertümlicher Horrorkult. Und da müssen wir jetzt runter, ganz bis unten zum Big. Ist ja krass. Ah ja, und da ist ein Loch im Boden. Wie praktisch, das werden wir wahrscheinlich auch benutzen müssen. Okay, da haben wir jetzt einiges erfahren. Hier gab es offenbar mal so lustige Tierchen in der Wüste. Die hatten eine Unterhose, die ist eines Tages vom Blitz getroffen worden. Und einer von ihnen hat sie sich aufgesetzt, die anderen waren voll froh, lustig. Ja, wir müssen nach unten kommen. Hast du recht, Radio. Dann ist der König geworden, alle haben ihn angebetet, er hatte mächtige Macht. Alle haben angefangen hier. Zu wundervoll für den Laser. Hey, das ist mal cool. Dass da nicht einfach steht, du kannst das nicht zerschneiden, sondern zu wundervoll. Ja, ist ja auch wundervoll. Die haben dann all das gebaut in der Wüste. Die Pyramiden, die Brücke, diese riesige Statue am Anfang, wo wir schon gelaufen sind. Und wir haben diesen König immer angebetet. Der ist dann irgendwie machtbesessen geworden. Oder es lastet vielleicht auch einen Fluch auf der Unterhose. Sie gibt zwar mächtige Macht, aber sie übernimmt die Persönlichkeit ihres Trägers. Ein bisschen so wie der Ring aus Herr der Ringe sozusagen. Die eine Unterhose. Eine Hose, sie zu binden und alle zu finden oder so ähnlich. Alter, der ist ja echt am... Der hat die alle gekillt, der mit seinen Blitzen, der König. Und dann waren überall Skelette und die haben geweint, weil der echt... Da mussten die dann für den die kleinen Tierchen auseinanderziehen. Und dann mussten die Skelette dem opfern und dann entstand so eine Art Horrorkult hier. Und der Opa von Tiny ist offenbar mal hier in die Wüste gegangen, wo das alles schon vorbei war, und hat die Unterhose gefunden in einer Expedition. Ach so, und deswegen wollte Big sie haben. Okay, es macht alles Sinn. Ich finde das ja cool, das würde man dem Spiel anfangs ja gar nicht zutrauen, dass es hier so eine Background-Story gibt. Und ich bin echt überrascht, das ist ja Episode 1. Das heißt, da sind ja noch weitere Teile zu erwarten, wie die Story dann weitergeht, denn das Ende von diesem Spiel, so viel darf ich vielleicht schon verraten, ich hab's ja schon mal durchgespielt. Das Ende ist nicht ganz so, wie man es erwartet. Also es kommt natürlich zur Konfrontation zwischen Big und Tiny, wie man es auch erwarten würde, aber naja, es geht nicht so aus, wie man sich's denkt. Weder für Tiny noch für Big. Ups, wir haben jetzt die Unterhose hier reingeschoben. Jetzt sind wir hier runtergefallen, glaube ich, oder so ähnlich. Das war jetzt einfach nur so eine Art Dingens, um hier runterzukommen. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Gibt es hier noch irgendwas? Okay, hier müssen wir wahrscheinlich weiter runter. Vermute ich jetzt mal. Sieht ganz so aus. Und das dürfte der zentrale Aufzugsschacht sein. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, naja, das ist klar. Die Unterhose hier reinschieben in... Die Unterhosenaufnahmeform. Blum. Aber jetzt wird er jetzt nicht noch mächtiger, der Big hier unten am Arsch der Pyramide sozusagen. Wenn wir schon bei Unterhosen sind. Oh ja, Unterhose zu Unterhose, ich bin genial. Ja, ah ja, klar, das ist so eine Art Treppenschacht hier. Der ist wahrscheinlich teilweise nicht benutzbar. Da laufen wir jetzt einfach mal weiter runter. Okay, hier geht es nicht weiter. Also hier unten geht es dann weiter. Aber hier müssen wir jetzt erstmal raus, offensichtlich. Gibt
Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nö, sieht nicht so aus. Okay, da geht's jetzt drüber und wie kommen wir da jetzt runter? Ach so. So vermute ich jetzt mal. Also so nicht. Nein, 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 nein. Nicht auf mich drauf fallen. Dingensteil. Schnell die Rakete rein und weg damit. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier einfach... Ja, runterfallen. Na toll. Hat ja super geklappt. Nee, ich wollte eigentlich hier mir so eine Plattform reinschneiden. Das sieht man auch echt weit runter. Das finde ich schon cool gemacht, dass das Spiel hier so... Ja, so detailliert ist. Nee, jetzt machen wir es mal nicht mit 10. Jetzt machen wir hier die Rakete. Zack, das ist schon besser. Jetzt vielleicht noch so und dann so rüber. Und jetzt können wir hier rüberspringen. Jetzt geht es nämlich, dass wir hier einfach weiterlaufen. Und Alter, das sind ja überall Löcher im Boden. So, das hat mal geklappt. Da hinten scheint es dann weiter zu gehen. Hier ist offenbar Ende Gelände. Hier ist nichts. Können wir hier mal die jetzt hier abschneiden. So. Ich möchte nur mal sehen, ob hier hinten... Nee, da ist nichts. Ich dachte vielleicht, dass da ein geheimer Eingang oder irgendwas ist in der Art. Aber nee, ist nichts. So, da schneiden wir uns jetzt eine Rampe rein. Ich will nur den einen Stein eigentlich schneiden, aber... Geht manchmal nicht so ganz, dass man sich jetzt nur für einen entscheidet. So, hier geht's weiter. Oh, jetzt fängt's an mit den Sprungpassagen. Das kann jetzt, das kann ja was werden. Weil das ja, okay, hier geht's wieder rein in den Mittelteil. Wie kommen wir zu diesem hübschen Schacht? Naja, ich vermute ja mal, indem wir das Teil, die Balken da oben in der Wand, die können helfen. Ach, jetzt gibt der Teil in dem Radio auf einmal Tipps. So, das hat jetzt schon mal nicht geholfen. Okay, ach du meine Güte, ich glaube ja fast, dass wir... wir müssen es neu starten, beziehungsweise auf R drücken, denn da haben wir jetzt was übersehen. Da brauchen wir erst eine Unterlage. Das wird also jetzt echt schon langsam diffizil. Der ist ja hier durchgedonnert, der Balken. Wir müssen jetzt also eigentlich nur... Moment, das geht nicht, aber das hier können wir ziehen. Das hier rüberziehen. Jawohl, vielleicht noch ein kleines Stück. So. Und wenn man das jetzt durchschneiden, müsste das eigentlich hier... Oh, nee. Hat wieder nicht geklappt. Muss ich das echt zu weit herziehen, dass das... Oder kann ich jetzt hier rüber oder was? Moment, das probieren wir jetzt mal. Vielleicht ist es ja nur... Vielleicht ist es ja nur ein Fake sozusagen. Und wenn ich das hier jetzt abschneide, dann... Ja, das schaut schon besser aus. Jetzt komme ich hier nämlich rüber. Hier hinten ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Wobei, da hinten scheint es weiterzugehen. Das sehen wir uns jetzt doch nochmal an. Was ist denn, wenn ich jetzt hier rüberspringe von Dings zu Dings und dann... Ja, genau, dann lande ich hier am Boden. Nee, geht's offenbar doch nicht weiter. Schade, schade, schade. Hätte ich fast gedacht, dass wir hier irgendwie noch rüberlaufen können, aber da scheint echt nichts mehr zu sein. Hm. Ja, das hier ist jetzt kein Thema, das... Oh, das passiert natürlich auch gerne mal. Ja, ich weiß, ich hätte nach hinten sehen sollen, aber ich habe ja keine Augen im Hinterkopf. Okay, so, und jetzt hier rüberziehen und dann nochmal Seil nehmen. Jetzt geht's nämlich. Jetzt holen wir uns den rüber und dann kommen wir wieder zum Mittelliftschacht. Jawohl, hat geklappt. Upp. Jetzt hier rüber. Ja, die Idee wäre gewesen, hier weiterzugehen, denn da hinten scheint es ja noch irgendwie so eine Eckplattform zu geben. Aber ich glaube, das ist nur so Staffage. Das bringt jetzt nicht wirklich was. Da können wir rüberhüpfen. Da hier ist jetzt, glaube ich, nichts. Ja, die Unterhosen sind bereits drin hier. Wie praktisch, hat schon jemand vor uns gemacht. Vielleicht war es ja sogar Tinys Großvater. Das wäre ja mal cool, wenn man... Irgendwie, wenn der irgendwo Notizen... Da, was passiert denn hier? Ja, genau, das sage ich jetzt auch. Das wäre mal cool, wenn der irgendwie so Notizen hinterlassen hätte. Boah, da müssen wir echt noch weit runter.
Ups. Okay, hier ist Ende Gelände. Hier geht's... Upp. Also Sprungpassagen technisch haben wir da mittlerweile echt heftige Dinge zu bewältigen. Was ist denn das hier für ein Ding? Kann ich das hier jetzt umkippen? Ja, kann ich. Cool. Da hinten geht's dann weiter. Okay. Die Frage ist halt, ist hier auch was? Ja, da komme ich aber erst dann später hin. Alles klar. Ich möchte ja auch einfach... Ich möchte ja nichts übersehen. Kein Secret, kein Extra und nix. Wenn wir schon dabei sind... Wenn wir was finden, dann nehmen wir es natürlich mit. Vor allem die Kassetten. Da haben wir jetzt in dem Level bis auf die eine am Anfang noch keine gefunden. Unheimlicher Ort. Ja, finde ich auch. Stimmt. Ach so, da hinten ist jetzt so ein Geisterteil oder sowas. So, das liegt jetzt schon hier. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier das wegziehen? Fällt das dann richtig, oder? Boah, das geht ja schwer zu ziehen. Versuchen wir es mal mit der Rakete. Und jetzt nochmal mit der Rakete. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Aber wenn wir es jetzt von hier ziehen, müsste es ja vielleicht... doch ein bisschen besser funktionieren. Jawohl. Ah, okay, das klappt. Das wollte ich nämlich wissen. Das überlappt sich hier also gerade so. Dann machen wir hier mal einen schönen Schnitt. Pusten das hier weg. Ich habe gesagt, pusten das weg. Naja, okay, lass uns da. Stört uns ja eh nicht. Da hat man echt eine geringe Sichtweite hier, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt hier so rüber sehe, da sehe ich ja eigentlich fast gar nichts. Aber da unten die ganzen erleuchteten Teile... Boah, was ist denn das da unten? Sieht man ihn eigentlich schon? Da unten sind die Skelette vom Horrorkult, aber sonst gerade eigentlich nichts. Naja. Ja, dass wir jetzt mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels wissen, das finde ich ehrlich gesagt schon verdammt cool. Dass das so detailliert ausgearbeitet ist, nämlich auch... wie das Ganze geschehen ist, dass nicht nur einfach heißt, ja, das ist eine Unterhose und du musst halt die Unterhose finden, sondern dass das Ganze eben auch ein bisschen, dass da eine Idee dahinter ist, ein Plan sozusagen. So, das dürfte so eine Art Rutsche sein, aber ich glaube ja fast, dass wir hier hinten auch noch irgendwo hin können, oder? Ist hier was? Was war denn das jetzt? Alter. Ich habe Angst. Okay, hier scheint irgendwie nichts zu sein. Oder war das jetzt schon eine Art Easter Egg oder irgendwas? Keine Ahnung. Boah, hier kommen wir, glaube ich, auch nicht weiter. Nee, hier ist nichts. Vorne wäre so ein Teil, aber ich glaube, das lassen wir mal. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, oder... Moment. Kann man vielleicht zu dem Stein gelangen, indem man jetzt hier... also ich stelle mir das jetzt mal so vor, wahrscheinlich stürze ich jetzt gleich in die Tiefe, dass ich das hier durchsäge und dass ich jetzt, okay, hier noch durchsäge und dann... Jawohl, das funktioniert, ist ja krass. Ich hoffe nur mal, dass wir jetzt da nichts irgendwie ausgelassen haben auf die Weise. Ich laufe nochmal schnell hoch. Sehen wir es uns nochmal hier von oben an. Ah ja, okay, hier wären wir runtergekommen normalerweise. Ah, das war eh der normale Weg. Ist nur ein bisschen unnormal hingekommen. Deswegen. Deswegen war das jetzt so seltsam irgendwie. Ja, das leuchtet hier auch. Das ist alles radioaktiv wahrscheinlich. Strahlung. Ich frage mich echt, wie das so leuchten kann. Sieht so aus, als ob wir hier wieder eine Unterhose für die Tür bräuchten. Alles klar. Das sollte kein großes Problem sein. Da hinten können wir da eigentlich weiter. Kommen wir da irgendwie hin? Irgendwo irgendwie hin? Oh, nee. Okay. Funktioniert nicht. Aber so vielleicht. Aber da kommen wir nicht weiter. Okay. Gut, wir brauchen eine Unterhose. Also so eine Leuchtdingsbums-Unterhose. Ziehen wir das mal hier ein bisschen rüber, dass wir ein bisschen mehr Freiraum... Komm, ach, da oben ist die. Okay, ups. Die darf nur nicht in die Tiefe fallen. Das wäre natürlich dann
blöd, wenn die das täte. So, und jetzt rein. Jawohl, hat geklappt. Und wieder bricht hier irgendwie alles auseinander unten. Das scheint den Weg aber irgendwie gar nicht zu bekümmern. Und offen. Ja, genau. Also ich würde ja jetzt, wenn ich Big wäre und ich würde hier unten sitzen, dann würde ich doch denken, hey, das ist doch irgendwie ungesund, was da hier passiert mit dem allen eben. Können wir hier oben eigentlich rauf oder was oder wie? Nee, das fliegt alles. Alter, da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Können wir mit dem irgendwas machen? Nee, zersägen können wir es nicht. Ach, wir können es durch die Gegend kicken. Na toll. Hui! Und jetzt fällt es in die Tiefe. Hallo, Big. Es kommt ein Skelett von oben. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt mal wieder Schluss in dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir hier weiterlaufen. In Richtung von Big. Jetzt können wir eigentlich nicht mehr allzu weit entfernt sein. Denke ich mal, laufen wir halt mal hier noch das Eck hier runter. So, da geht es jetzt eh schon gleich. Geht es hier noch weiter oder was? Ah ja, dort, da ist mal so ein bisschen Aussicht. Ah ja, und da werden wir wahrscheinlich hin müssen. So sieht es wohl aus hier. Da gibt es gegenüberliegende große Unterhosen, Männchen, Türen, Teile oder was auch immer. Hier ein Sprung, ein kleiner, und hier... Da geht es ja noch ein Stück weiter. Da laufen wir jetzt noch, bis wir hierher kommen. Denn hier werden wir Schluss machen. Und ich bin gespannt, was uns da drin jetzt erwartet. Und ich fürchte ja fast, dass wir diese Seiteneingänge hier alle irgendwie erreichen werden müssen, um da irgendwas zu aktivieren oder irgendwas freizuschalten. Keine Ahnung. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus und tschüss.